Sergio Ramos, il est suivi de près par Ramos, Davis. Le centre de Davis, il y a un espace à exploiter. Le but du Bayern Munich. Oh, mais j'ai l'air. Le but est encore une fois. Et vient jouer un très très vilain tour. Regarde, alors on fait tirer les tétiens, ça va se installer. Von allem Anfang an, wenn ich auf ein Nacken und betrogen war. Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. La situation, c'est... Hören Sie den Beschuss nicht? 10 000 ans d'oppression patriarcale mondiale. Elle y a moins de 400 ans en France, une poignée de misogynes qui décident que dorénavant la langue sera encore plus sexiste et qui décident que le masculin l'emporte. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Aucune raison hein, d'obéir à ces mecs-là. Et puis, dans tout cela, elle y a à une momente. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Moi, je parle en française. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Vous voulez nous faire taire? Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Und darin alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Honnêtement, les copines, si vous aviez pas encore comprise, où est l'ennemi principal? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!